So, heute gibt es ein kleines Unboxing-Video von avotechnia.com. Ist das Paket gekommen? Es hat nicht lange gedauert. Bestellt habe ich bei eBay. Und ich muss zugeben, ich habe es schon ausgepackt und wow, bin begeistert. So, also hier geht es um eine Fuffi-Zündung für einen 19er Konus. Gekauft habe ich die jetzt für ca. 150 Euro mit Versand. Ist eine elektronische Zündung mit variablen Zündzeitpunkt. Hier ein Lüfterrad aus Aluguss. Werde es nachher mal wiegen. Genau. Italy Patent CDI. Okay. Dann geht's weiter. Okay, Zündkerzenstecker. Und dann hier der Spannungsregler für 12 Volt. No Name, sieht aber sehr bekannt aus, wie der jetzt zum Beispiel von der PX. Und dann noch ein paar Schräubli. Okay, die Mutter, um das Ganze zu befestigen. Entschuldigt meine kleinen Hände. Ich war gerade beim Schrauben und dann kam das Paket und dann kam auch noch der Hunger. Und bevor es jetzt weitergeht, zeige ich euch kurz, was bei mir im Ofen drin ist. Madai. So, weiter geht's. Die Zündgrundplatte und das Polrad befindet sich hier drinnen. Alles ganz in Ordnung, hochwertig verpackt, also war alles gut verschlossen. Okay, da ist das Polrad. Und hier die Zündgrundplatte. So sieht die aus. Definitiv mit der Hand gewickelt alles. Bisschen schief und krumm. Okay, aber für den Preis schauen wir mal. Hier ist noch ein bisschen Dreck. Das muss man noch wegmachen. Das geht natürlich so nicht so. Nehmen jetzt alles genau unter die Lupe. Gut, gut. Und hier jetzt zum Polrad. Die Magnete schauen wir uns mal an. Sieht eigentlich ganz in Ordnung verarbeitet aus. Ich werde mir nachher mal die von Pinasco anschauen. Die habe ich auch noch rumliegen. Wie die verarbeitet ist, aber sieht eigentlich sehr ähnlich aus. Genau. Bin mal gespannt, was die 150 Euro Zündung so kann. Auf jeden Fall von dem Lüfterrad bin ich begeistert. Sonst ist es ja immer Plastik und das ist Aluguss. Nicht schlecht. Auch die Schaufeln schauen ganz top aus. Genau, also da geht das Lüfterrad drauf. So. Und dann schauen wir mal. Aktuell hat es gerade noch ein bisschen Spiel, aber das wird jetzt ja dann noch mit den vier Schrauben festgezogen. Und dann na, kommt der anders ran. Ja, der kommt so drauf. Ja, der passt aber hier nicht richtig rein. Das hier. Ne, der gehört so drauf, aber
Genau. Ich mache jetzt halt mal gleich noch ein Video, wie ich es montiere. Ciao, ciao.